So, hallo und herzlich willkommen zu Infamous Second Son. Ich habe mich entschieden, wir werden Veitch erlösen. Ich übernehme die Verantwortung für Sie. Ja, weil Verantwortung auch etwas ist, das dir richtig gut liegt. Ich mach das. Gut. Ich bin wegen des Stammes hier, nicht für die Jagd auf Bioterroristen. Ich bin ein Conduit. Er ist cool, er. Ist eigentlich cool, nur heute nicht. Ja. Rein wir. So. Upgrades. Was können wir upgraden? Huch. Ah, Neon. Tun wir natürlich gleich ausbauen. Für den Rest brauchen wir leider alles Böses, Karma. So. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Conduit-Club-Treffen endlich vorbei? Ich wollte nur mit ihr reden, okay? Rausfinden, ob sie uns helfen kann. Ja, du spielst jetzt nicht die beleidigte Leberwurst, oder? Du weißt, ich hasse das. Du weißt, dass so jemand überhaupt nicht frei herumlaufen dürfte. Hast du vielleicht vergessen, wer auch so jemand ist? Das zählt nicht, du bist anders. Ja, ich weiß, ich bin dein Bruder. Und dein Bruder bittet dich um deine Hilfe, weil er versuchen will, zu überleben. Wenn schon nicht mir zuliebe... Tu es für den Stamm! Schön, was brauchst du? Danke. Ich muss herausfinden, was diese neue Kraft sonst noch kann. Und du bist mein Mann, der die Kernrelais beschaffen kann. Bitte, ist verschickt. Dem Stamm und dir zuliebe. Danke. Ich sage dir, was ich kriege. Ich will gar nicht wissen, was du kriegst. Bis dann, Mr. Leberwurst. Hey, Fetch, das DUP hat doch die Stadt mit diesen Leuchtkästen verschandelt. Ja, ich weiß. Ich glaube, damit können sie uns verfolgen. Ich glaube, ich kann die benutzen, um mehr Kräfte für mich abzuzapfen. Ich wollte es an der Neonkraft ausprobieren, die du mir überlassen hast. Überlassen? Und ich dachte, vielleicht willst du ja mitkommen. Würdest mir das neue Zeug erklären? Ich habe mein Pensum an dreckigen Liedern für heute erfüllt. Also warum nicht? Ja, das ist mein Mädchen. Leck mich. Okay, eins von diesen Dingern ist an der Ecke 2. und Main. Ja, ich weiß, wo das ist. Wir sehen uns dort. Scheint auch misstrauisch zu sein, die junge Dame. Aber schön, jetzt arbeiten wir mit Veitch zusammen, ist ja super. Jetzt kommt mal ein bisschen Schwung hier und diese Lichter, Alter, ist das geil. Hoppala, hoppala. Ach, nice. Schön. Ja, und unser Rauch, der ist jetzt weg, oder was? Oh, das sieht super aus da oben. Ja, da ist sie. Hallo. Hey, Fetch, das Ding ist hier. Schon gut. Ich stehe nicht so auf Conduit-Peilsender. Ja, gleich wirst du staunen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mach das allein. Was? Hey, habt ihr ein Mädchen gesehen? Ziemlich klein, lila Haare. Habe ich die Flügel gestutzt. Gern geschehen! Keine Gnade. Sie ist todernst. Hier, ich habe Schüsse okay. gehört. Ich sag doch, die Dinger können dich orten. Nein, ich glaube, das war nur eine Patrouille. Ich habe noch so ein Ding gefunden. Ich habe es gekennzeichnet. Siehst du? Eine Neonmarkierung. Ja, gefunden. Folge ihnen einfach. Mann,
Hey, Fetch, ich bin gerade über deine Arbeit gestolpert. Kannst du dich vielleicht ein bisschen bremsen? Ich muss die Furie in mir füttern. Oder vielleicht fütterst du deine Furie mal nicht. Dann verhungert sie und du wirst geselliger, wie ich. Oder vielleicht kannst du mich mal... Oh, Gottes Willen, da. Die arme Frau. Naja, so sozial wie wir sind, werden wir das schon regeln. Ja, nimm das, du dreckiger Gifthändler-Abschau. Du hast es verdient. Hey, Smokey, willst du mitmischen? Oh, Kenrelé. So viel neue Energie. Bei dir alles klar? Ja, ja. Brauchst du noch Hilfe? Brauchen nicht, aber ich nehme sie. Ich suche noch eins von diesen Dingern. Ich mag das Neon, ich find's geil. Okay, da hoch. Okay, ich glaube, ich habe das nächste. Folge einfach den Markierungen. Na, wie war es, die Dealer umzulegen? Macht einen richtig heiß, stimmt? Weißt du, vielleicht sollten wir die Sache mit den Dealern ein bisschen ruhiger angehen. Kriegst du jetzt etwa Mitleid, sie? Hey, wir haben Kräfte, die nicht. Deswegen müssen wir die Guten sein. Kannst du mal ein Auge zudrücken? Denk mal drüber nach. Ja, ja, schon okay. Besorg dir einfach ein paar neue Kräfte. Wo sind die Markierungen? Ja, da unten. Ich meine, das ist zwar vom Spiel her so, aber ich hätte es geil gefunden, wenn wir Fetch schon früher getroffen hätten. Da ist er. Da ist es. Na los, hol dir deinen Kräfteschock. Du zuerst. Ach, geil. Ups. Nehmen wir die Spur wieder auf. Was? Meine Rauchkraft ist weg? Was nützen einem denn neue Kräfte, wenn man die alten dafür hergeben muss? Toll. Das Neon sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also hier ist die PS4 wieder klar im Vorteil von der Grafik her. Oh. Fetch, wie ich sehe, fängst du die Dealer jetzt doch lebend. Kann es vielleicht sein, dass ich etwas damit zu tun habe? Ja, der Egomane denkt immer, ihr seid der Grund für alles, was in der Welt passiert. Haha. Nein, ich glaube nicht, dass ich der Grund für alles bin. Nur für deinen offensichtlichen Sinneswandel, mehr nicht. Geht's denn weiter?
Hallo? Ah. Da hinten. Da oben geht's weiter. Jetzt weiß ich. Der Regen fuckt ab ein bisschen. Also hochlaufen können wir unendlich lang, oder was? Und jetzt? Meins. Hey, was? Irgendwann mal aus der Nähe ansehen willst? Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Über die Drogendealer auf den Straßen. Ach ja? Ich finde, diese schmierigen Dealer zu jagen, sind doch nur Diener. Aber wenn wir weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, bei den Lieferanten, dann ändert sich was. Ja, wenn du das nächste Mal die Nahrungskette erklimmen gehst, komme ich gern mit. Glaub, ich habe noch nie etwas verändert. Klar, das wird wie ein Date mit dem Bestatter. Ich rufe dich an, wenn sich was ergibt. Jawohl. Oh. Alle Scherben fast wieder weg. Los geht's. Komm schon, Laser Girl. Ich hab noch Termine. Muss noch Kräfte stehlen. Okay, jetzt sei bitte nicht sauer, aber die gute Nachricht ist, du kannst ohne mich anfangen. Oh, mich allein der Gefahr stellen? Wow, echt gute Nachrichten. Hör zu, ich habe erfahren, vor 2 Tagen kam eine große Drogenlieferung, die jetzt auf ein paar Booten im Yachthafen liegt. Auf ein paar Booten im Yachthafen? Noch genauer geht's nicht. Eine große Lieferung, also sind es bestimmt Hausboote. Und diese Bande hat einen Delfin als Kennzeichen, also achte auf alles auf dem Booten mit einem Delfin drauf. Schon besser. Aber warte nicht auf mich. Wer weiß, wann die das Zeug von Bord schaffen. Was hat dich aufgehalten? Mädchenkram. Oh, was für Mädchenkram. Ich musste diesen Dealer Abschaum ein bisschen wehtun, damit er seine Freunde verpfeift und mir von dieser verdammten Lieferung erzählt.
Also so ganz mit dem Treffen von dem Bein, ja? Das ist ein bisschen sehr schwer, muss ich sagen. So, dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter, wo wir die ganzen Drogenkisten und sowas finden.